Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Mario Party 3. Ich bin euer Sekuso. Wir sind letztes Mal stehen geblieben. Haben Peach fertig gemacht und gehen jetzt auf ins Gefechtsspielbrett Gruselgrotte. Mann, das wieder aufregend. Glaubt mir. Yeah. Gruselgrotte. Oh, Herausforderer. Und ja, wir sind bereit. Gute Worte und das Mutsternchen. Das ist unser nächstes Sternchen. Hm, sind somit zweiter an der Reihe. Oh, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier auf diesem Brett vorangehen wird. Wird's gut für uns laufen? Schlecht laufen? Ich komme auf die Bank. Das ist ja toll. Kann gut hinbekommen. Ja, natürlich. 6. Und wir gehen wirklich. Ein billiges Item. Boah, da ich ehrlich bin, ist okay. Boah, geil. Zauberlampe. Also, es fängt wieder gut an für uns, Leute. Also, mit einer Zauberlampe hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber... Tut. Boah, dann spiele mal zu gut mit uns. Ist auch schön. Wieder alle gegen Luigi. Coca-Cola. Jetzt ist die Frage, wir haben Peach auf unserer Seite. Müssten wir eigentlich gewinnen, weil sie ja der Computer ist. Der vorne liegt. Oder ist das Unterstützung jetzt noch nicht so stark? Mit drin bin jetzt. Und? Hier. Echt. Hm. Naja. Das Spiel ist immer ein bisschen schwer mit den Computern. Da ist eben. Ich sehe gerade, ich bin letzter jetzt. So unfair. Immer ein bisschen. Ja. Da unten ist der Stern.
Team muss quasi jetzt das nächste Spiel gewinnen. Ach, mit dem Schlüsselkarton drin. Cool, wir haben gerade einen Stern bekommen. Ich bin ein bisschen sprachlos. Sprachlos in dem Sinne von, damit habe ich sowas von gar nicht gerechnet. Also cool, also ich freue mich. Also besser kann es gar nicht für uns laufen. Wir haben jetzt wieder schon einen Stern Vorsprung. Haben genügend Geld, dass wir das nächste Minispiel mit dem Geld. Wir haben so viel Geld, wir können wieder gewinnen, den nächsten Stern gleich kaufen durch die Zauberlampe. Das ist einfach nur cool. Klar, wir könnten, wir haben jetzt Luigi auf unserer Seite. Verdammt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir durch Luigi gefühlt, ja, aber nicht ganz verlieren. Hätte ich jetzt eher nicht gedacht, da Luigi also das Geld gehabt hätte für den Stern und somit ja mich aufholen hätte können. Aber naja, man kann sich täuschen. Und Luigi wäre auch ein Gegner 7. Und ja, 20 Minuten. Oh. Und wieder mal. Und jetzt darf ich schon wieder an. Also ich bin wirklich Luigi. Das lässt sich jetzt immer mit dem Trick hinterher, ja. Naja. Dann machen wir das, wie, was wir jetzt geplant hatten, und setzen unsere Zauberlampe ein. Jetzt Geist. Und yay. Und voll. Und Pizza. Wow. Ich komme. Und hier 20 Minuten. Und 2 Sterne. Das in den ersten Runden. So, besser kann es für uns nicht laufen. Der Stern liegt nun da unten. Okay. Nur 2 Würfel. Und plus. Ich hab was hingehört. Schickt sie am Mario? Nein. Natürlich nicht. Ich kann mit einem verhauen sollen. Münzen. Oh Gott. Gewinnen können. Ja, auch gute Chancen. So.
unten war ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... Okay. Ich hab schon mal vieles falsch gesetzt. Und Peach hat mit einem mehr gewonnen. Hätte Peach nicht viermal haben können wie wir, hätten wir Gleichstand. Naja. Geht leider nicht immer so, wie man das will. Und Luigi sitzt Pilz einmal natürlich Wirkung des Unfair-Fuß. Und 2 mal 3. Ich krieg so 10 Münzen. Ein paar. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber naja. Ich setze mal Warpblock ein und nicht so mit dem Unfallflug. Peach, Peach, Peach. Verdammt. So, mit 5 Würfeln. Und komm auf die Bank. Und sie haben halt nicht mal eine Münze für mich. Knausige Bank. Warpblock kommt auch gut da. Mario und Peach. Star! Oh, Luigi, wir machen sie fertig. Ich habe es mit gerade so noch geschafft, mit Luigi zu überholen. Ganz knapp, aber geschafft. Yes. Selbst wenn Peach jetzt gleich den Stern holt. Wir sind schon mal so auf einem guten Weg. Okay. Wir sind somit auf einem guten Weg. Oh, ein versteckter Block. Münzen. Also, erstmal ehrlich, dieses Spielbrett ist hundertprozentig für uns. Also, Woody's Welt dagegen war ja bei den ersten Versuchen so richtig mies zu uns. Und jetzt, dieses Brett ist so großzügig, sagen wir mal so. Besser als nicht. So, Peach holt sich jetzt den Stern für 20 Münzen. Hat somit ihren ersten. Der nächste Stern ist auch wieder bei den. Okay. Dann kann sich Peach auch wieder leisten sofort. Okay. Tots Power Pills. Einer meiner Lieblings-Ethan-Games. Ethan-Games, Minispiel. Ja klar, jetzt kommt Godzilla Peach. Verdammt, nochmal Godzilla Peach. Ah! Holt sie mich doch weg. Klaut sie mir ehrlich mal wieder im Pilz. Ich fasse es nicht. Das ist so gemein. Naja. Pilz. Den Stretch hier ein. Peach. Mit 21 Münzen ist Peach fähig, den Stern zu kaufen. Das ist gut für die Mutter. Man holt sich wirklich 21 Münzen.
Für Luigi und Peach ist ihm häufig den Stern zu kaufen. Spricht ja wieder für uns auf eine gewisse Art und Weise. Tod würde ich gerne anrufen. Ja. Okay. Dann kaufe ich mir nochmal Tele. Vielleicht für. Jetzt fragt ihr euch, warum kauft ihr dir nochmal Tele für mich? Das hat eigentlich einen ganz simplen Grund. Ich hoffe mir mit dem Telefon gleich eine Zuckerlampe zu kaufen. Wenn ich die dann bekomme. Sehr gut, dann spielt er wieder für uns. Dann hätte er 20 Münzen bekommen. Drei Flaschen, weil Golden und jetzt müsste es gleich 20 Münzen sein. So, und Peach erneut? Sind die beiden Computer gleich für mich? Cool, wenn sie ja wirklich für mich spielen, statt so oft wie ich das kenne, gegen mich. Gegen Peach. Gucken, ob wir gewinnen können gegen Peach. Mist. Bin raus. Nur auf Luigi und Mario hoffen. Mal gucken, ob sie jetzt gewinnt. Sie sagt Stein und da ist er echt dahinter. Okay. Telefon, Tod. Wieder das gleiche. Komm, dann habe ich was anderes vor. Skelkupa. Das hat auch mit seinem Telefon verkauft. Auch tot an. Und holt sich einen Pilz. Und holt sich den Stern. Luigi kommt somit auf Platz 5. Wo ich jetzt ehrlich mit nicht gerechnet habe. Cool. Und ja. So. Ich komme wieder auf unsere Seite. Spiel ein Minispiel als Stachel auf. Ja, klar. Genau. Der Stachel, der Stachelpanzer landet genau da, wo ich stehe. Wo ich am Anfang hinrenne. Klar. Naja, Peach ist raus. Gewinnt.
Interessant, interessant. Interessant, interessant. Okay, er fährt rüber. Das war eigentlich zu erwarten. Chinai, Luigi und er trifft. Ah, deswegen. Okay, Luigi holt sich den nächsten Stern. Und ist somit Zweiter. Also, die Konkurrenz schlägt doch nicht. Der nächste Stern ist da oben bei den anderen. Güter im Spuk. Und ne, dann mit Glückstag. Und mit dem Gesicht im Ohr. So viel bis wir ertragen haben. Wow. So Leute, ich mache jetzt einen Cut. Wir sind in der 9. Runde in der Kuselgrotte. Ich bin euer Sekuso. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.